Hi zusammen, wir sind Andreas und Fabi von der Akademie Ruhr. Die meisten kennen uns wahrscheinlich von YouTube, Instagram oder aus unseren Kursen. Zum Thema Instagram vielleicht auch aus dem letzten und einigen Streams, die wir mit unserem Verlag EMF gemacht haben. Und das letzte haben wir zum Thema Porträt gemacht, zu diesem Buch, was ihr vielleicht auch schon kennt. Genau. In unserem letzten Buch habt ihr gelernt, wie ihr geniale Porträts zeichnet, welche Techniken es gibt. Andere kennen uns vielleicht aus unserem ersten Buch mit dem EMF, die 100 genialen Zeichentricks. Und wir haben uns jetzt noch was ganz Neues überlegt. Ja, und das ist das neue Projekt mit EMF, und zwar ein Buch, in dem wir 12 Kapiteln mit euren persönlichen Themen, mit euren Interessen, alles, was euch interessiert zum Thema Zeichnen, ist in diesem Buch und ihr bestimmt quasi den Inhalt. Wie Andreas gerade schon gesagt hat, wir haben 12 super spannende Lektionen und Kapitel vorbereitet und würden heute gerne direkt mit dem ersten Kapitel anfangen. Das lautet Penstorming. Was ist eigentlich Penstorming? Viele von euch haben uns gefragt, wie fange ich eigentlich an? Wie gehe ich an das leere Blatt? Und wir sagen immer, einfach drauf loslegen, nicht groß nachdenken, direkt mit dem Stift aufs Papier. Wie Fabi schon sagte, Penstorming lässt sich mit allen möglichen Zeichenwerkzeugen realisieren. Wir haben für euch heute hier 4 zusammengestellt. Das erste, was ich euch gerne vorstellen möchte, ist ein Fineliner. Da habt ihr natürlich alle Möglichkeiten in allen Stärken. Ein sehr, sehr gutes Zeichenwerkzeug, auch für Anfänger. Als zweites haben wir euch natürlich den Klassiker mitgebracht, den einfachen Bleistift. Vom Hausaufgabenschreiben bis zum Schnellscribbeln oder dem perfekt ausgearbeiteten Porträt, mein absoluter Liebling. Das dritte Werkzeug, was wir euch in diesem Kapitel vorstellen, ist der Marker. Den gibt es auch natürlich in vielen, vielen Möglichkeiten, vielen Breiten. Die meisten von euch kennen das schon bereits aus unseren Videos. Und das lässt sich nicht nur für Akzente verwenden, für Kolorierung, sondern auch direkt, um es vorzuzeichnen. Last but not least haben wir jetzt den Kugelschreiber für euch. Viele von euch haben in unseren Zeichenvideos oder auch bei Instagram gesehen, was der Kugelschreiber alles kann. Und wir würden auch hiermit gerne zeigen, welche Möglichkeiten ein einfacher Kugelschreiber hat. Ja, das waren die 4 Werkzeuge, die wir euch in diesem Kapitel vorstellen. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit zu entscheiden, welches davon ist das Top-Thema des Kapitels, das euch am meisten interessiert und worüber ihr ganz, ganz viel erfahren möchtet. Wie Andreas schon gesagt hat, jetzt seid ihr an der Reihe. Ihr findet die Abstimmung bei uns in der Bio auf YouTube, auf Instagram oder beim EMF-Verlag. Das heißt, bis zum letzten Donnerstag jeden Monats könnt ihr abstimmen, welches euer Top-Thema des jeweiligen Kapitels ist. Und natürlich jeden Donnerstag, jeden letzten Donnerstag im Monat das neue Kapitel für euch. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.